Hallo liebe Yogis, da bin ich wieder mit einem neuen Video für euch. In diesem Video wirst du mal so deinen ganzen Körper schön öffnen. Das Video ist für alle, für Anfänger, für Fortgeschrittene, wie du dich auch nennen möchtest, für Yogis mit viel Erfahrung, mit weniger Erfahrung. Also alle können hier mitmachen. Bleib bitte achtsam, hör deinen Körper gut zu. Und vor allem viel Spaß dabei. Auf die Matte! So. Und wir fangen an im Liegen. Wenn du ein Kissen hast, einen Bolster, kannst du es gerne benutzen. Dann lieg es mal so ganz dicht so an dein Gesäß, an deinen Unterrücken dran und dann legst du dich langsam so hin. Bring direkt die Fußsohle zusammen, spreiz deine Arme leicht ab. Wenn du kein Kissen hast, dann kannst du dir eine Decke zusammenrollen oder du kannst natürlich auch ohne Kissen diese schöne Herz-, Brust- und Hüftöffner so mitmachen. Und da, wo du jetzt bist, schau mal, dass die Schultern schön so nach unten gekrabbelt sind, dass dein Nacken frei ist. Schließ deine Augen und lass dich hier erstmal so ganz entspannt in deine Unterlagen hineinsinken. Relax dein Gesicht. Und wenn es geht, atme durch deine Nase ein und aus. Eine kleine Yin-Haltung zum Anfang. Also die Faszien ein bisschen Raum zu geben. Und dann, damit dein ganzen Körper sich öffnen kann, deine Energie frei oder auf jeden Fall besser fließen kann. Und immer so ein bisschen ankommen bei dir. Mit den Augen geschlossen. Einfach mal hier so deinen Körper wahrnehmen, fühlen, wie dein Körper so auf deine Unterlagen liegt. An welche Stellen dein Körper hier die Matte berührt, dein Kissen oder deine Decke. Und lass dich mit jeder Ausatmung so ein bisschen schwerer. Mit der Schwerkraft mit in deine Unterlagen hineinsinken. Und lass über die Vorderseite immer mehr Spannung los. Fühl die Bewegung deines Atems vielleicht. Kannst du sie am besten wahrnehmen in deinem Bauch oder so in deinem Brustbereich? Und bleibe dort für einen Moment, bei dieser schönen, sanften Bewegung. Ganz vertraut. Jetzt bewegst du ganz langsam deinen Kopf von links nach rechts. Ob du jetzt auf deinem Kissen liegst oder auf deiner Matte. Immer mit der Ausatmung deinen Kopf seitlich bewegen und mit der Einatmung bewegst du deinen Kopf wieder zurück in die Mitte. Ruhige Atmung, ruhige Bewegung. Fühl, wie es deinem Nacken geht. Wenn du mit deinem Kopf auf der Matte liegst, dann genieße auch das Gefühl so in deinen Hinterkopf, wie du so Spannung wegrollen kannst, wie die Kopfhaut sich lockert.
Also fühlen, ob du vielleicht noch so ein bisschen Spannung festhältst in deinem Nackenbereich oder in deinem Schulternbereich. Nur wahrnehmen. Und noch einmal so in beide Richtungen. Und dann kommst du mit deinem Kopf wieder zurück, einatmend in die Mitte. So, öffne jetzt deine Augen. Das war eine ganz schöne Yin-Haltung hier, vor allem für die Hüften. Bring die Knie zusammen und schüttel mal so ein bisschen deine beiden Oberschenkel. Fühl, dass da was ganz Schönes passiert ist. Dann streck deine Beine nach unten, leg sie ab. Bring die Beine so zusammen, Fußsohle nach unten. Und mit einer tiefen Einatmung machst du dich nochmal ganz lang. Nochmal, wenn du auf dem Kissen liegst, deinen Hinterkopf etwas mehr in dein Kissen reindrücken. Finde hier maximale Länge in deinen ganzen Körper. Bauchnabel nach innen, mach dich so schmal und lang wie möglich. Atme tief in deine Brust ein, Bauchnabel etwas nach innen. Langsam jetzt die Bandhas auch aktivieren. Mula Bandha, Beckenbodenbereich. Und das Uddiyana Bandha mit der Einatmung. Bauchnabel nach innen, so ein bisschen nach oben mitziehen. Und jetzt mit der Ausatmung beugst du deine Ellbogen und schiebst sie so nach unten. Nicht zu tief, so ungefähr so auf Schulter, so gerade unter Schulterhöhe. Die Beine immer noch lang, aktiv. Vielleicht, dass deine Unterarme hier so hängen bleiben, dass das nicht weitergeht, aber vielleicht kannst du die Unterarme so ablegen. Vor allem zufrieden sein, wo du bist und nochmal schön einige Male tief durchatmen. Wunderbar. Schieb dann deine Arme langsam nach unten, so schneeengelmäßig, und stell deine beiden Füße wieder ab. So, jetzt, wenn du auf deinem Kissen liegst, rollst du dich mal auf eine Seite, um dein Kissen oder die Decke wegzunehmen, und dann kommst du hier zurück in Rückenlage. Füße hüftbreit. Für so liegende Katze-Kuh. Mit der Einatmung streckst du die Arme nach hinten, kipp dein Becken mit nach hinten ins Hohlkreuz. Und mit der Ausatmung die Arme nach unten. Drück hier deinen Rücken in die Matte, Becken kippt sich wieder mit. Einatmen, Entschuldigung. Und aus. Dein Atemrhythmus. Nochmal ganz kräftig, Schambein Richtung Bauchnabel. Mit der Ausatmung und mit der Einatmung hier nochmal so liegen bleiben. Atme natürlich weiter, bitte. Fühl, wie du nur noch auf dein Steißbein und auf deine Schultern liegst und auf dem Hinterkopf. Fokus auf deine Einatmung. Atme ganz ruhig aus und um die Haltung zu ändern. Fühl, dass es das auch gar nicht so einfach ist. Und dass diese Haltung gehört zu deiner Einatmung. Dann mit der nächsten Ausatmung bringst du die Arme nach unten, drückst hier jetzt deinen Rücken, vor allem auch deinen unteren Rücken in die Matte, so kräftig in deinen Unterbauch. Finde auch Kontakt mit deinem Beckenboden, nochmal Mula Bandha richtig aktiv und weiter atmen und nochmal so hier feststellen, dass diese Haltung gehört zu deiner Ausatmung. Dass es hier gar nicht so einfach ist, tief einzuatmen. Gesicht entspannt. Und dann langsam die Haltung lösen und dann findest du ganz einfach eine neutrale Haltung. Das Becken ist neutral, deine neutrale Mitte. So, dann zieh mal die Knie an dich dran, mach dich klein und rund und roll dich so ein paar Mal von links nach rechts.
Massiere deinen Rücken. Komm zurück in die Mitte und dann bringst du die Hände an die Innenseite, deine Knie und ganz locker hier, ganz entspannt deine Hüfte öffnen. Lieb sein, nicht ziehen oder drücken, einfach ganz relaxed deine Hände so ablegen. Mal kurz hier die Innenseite deiner Oberschenkel sanft dehnen. Bring die Knie wieder zurück in die Mitte, Hände auf deine Knie und dann mach so Kreisbewegungen, so Schwimmbewegungen. Hier rührst du deine Oberschenkel schön durch deine Hüfte. Das findet der untere Rücken auch richtig schön, dass du das machst, weil hierbei die Unterrückenmuskeln sich wieder schön lockern. Und dann nochmal in die andere Richtung drehen. Beweglichkeit in deine Hüfte sorgt für einen entspannten Rücken. So, zurück in die Mitte. Und dann wieder die beiden Füße abstellen. Bring jetzt deinen rechten Fuß auf deinen linken Oberschenkel. Mal gucken, ob meine Füße nicht dreckig sind. So, streck deine Arme nach vorne und zieh langsam so die Knie an dich dran. Greif jetzt entweder dein Oberschenkel oder dein Unterschenkel. Auch hier bitte achtsam bleiben. Ne, dann spürst du es da rechts tief in deinen Po-Bereich, Piriformis. Und fühl nochmal so für dich, dass du in der Mitte liegst. Hier ist es ziemlich einfach, etwas so nach rechts zu kippen, aber versuch ganz bewusst in der Mitte zu bleiben. Nochmal so einige tiefe Ausatmungen Richtung deine rechte Seite schicken und beweg dich dann nochmal so von links nach rechts. Hier ist ein bisschen Umkippgefahr angesagt. Schöne Bewegung auch in die Dehnung bringen. Fühl, was da so passiert. Und dann kommst du wieder zurück in die Mitte. In deine Mitte. So, entknote jetzt deine Beine. Leg sie gestreckt ab, deine Arme entspannt ablegen. Und kurz hier wieder nachspüren. Diese kleinen Unterschiede, vielleicht größere Unterschiede, links und rechts in deinen Körper wahrnehmen. Einfach da sein. Schüttel dann deine Beine locker, so Füße von innen nach außen, die Beine von innen nach außen. So. Und dann nochmal beide Füße abstellen, links auf rechts ablegen. Die linke Hüfte jetzt geöffnet und nochmal hier Knie an dich dran, linke Arm durch das Loch. Greif den rechten Oberschenkel oder Unterschenkel. Andere Seite, anderes Gefühl, andere Beweglichkeit. Und wieder da sein. Deine Mitte finden. Deine Ruhe. Und dann langsam hier so ein bisschen schaukeln von links nach rechts. Ganz langsam richtig so fühlen, wie die Dehnung sich durch dein Gesäß mitbewegt. Super. Und wieder in die Mitte. Langsam die Beine entknoten. Nochmal gestreckt ablegen. Arme relaxed. Augen zu. Spür nach. Fühl, dass deine linke und rechte Seite auch wieder ausgeglichen sind. Immer wieder zwischendurch diese ganz bewusste Körperwahrnehmung. Das
Super, dann bring die beide Knie jetzt an dich dran. Greif deine Kniekehle. Wenn du Rücken hast, roll dich auf eine Seite und drück dich hoch. Oder wenn dein Rücken das heute schön zulässt, dann roll dich mal so von hinten nach vorne. So ein paar Mal über die Wirbelsäule. So, und dann komm in eine sitzende Haltung. Finde deinen Schneidersitz, was ähnliches. So, leg mal deine Hände auf deine Knie ab. Schließ deine Augen für einen Moment und dich erstmal hier ganz bewusst hinsetzen und dich auch ganz bewusst aufrichten. Relax deine Schultern. Fühl nochmal, an welche Stellen dein Körper hier die Matte berührt. Dein Gesicht weich und entspannt und jetzt alle Aufmerksamkeit Richtung dein Becken und von dort aus mit Hilfe deines Einatmens richtest du dich langsam auf. Bauchnabel nach innen, die Bandas aktiv. Fühl, wie die Einatmung die Wirbelsäule in die Länge zieht. So deine stolze Haltung finden und relax mit der Ausatmung noch einmal so richtig hier die Schultern. Dann atme ein, bring deine Arme nach oben und greif hier deine beiden Unterarme oder vielleicht so deine beiden Ellbogen. Schau aber, dass du aufrecht sitzen bleibst. Wenn dein Kopf nach vorne gedrückt wird, dann bring die Arme so ein bisschen weiter auseinander. Mit der Einatmung roll dich vorne auf deine Sitzbeinhöcker, so sitzende Kuhhaltung. Vielleicht die Ellbogen ein bisschen weiter nach hinten und mit der Ausatmung machst du dich rund. Ellbogen auf Schulterhöhe, drück die Ellbogen hier nach vorne. Einatmend in diese sitzende Kuhhaltung, öffne dich, schau nach vorne und mit der Ausatmung roll dich hinten auf deine Sitzbeinhöcker und mach dich rund. Dein Atemrhythmus. Der Einatmung öffne und mit der Ausatmung machst du dich rund. Die Vorderseite nochmal öffnen mit der Einatmung und aus Raum zwischen deine Schulterblätter finden. Und noch einmal ein und aus, die Arme nach unten. So, dann kommen wir in Vierfüßlerhaltung. Und hier erstmal so deinen Kopf ein bisschen hängen lassen. Mal so fühlen, was für Schönes da in deinem Nacken- und Schulternbereich passiert ist. Schüttel mal deinen Kopf. Nochmal in Vierfüßler. Atme ein, Kuh. Und aus in die Katze. Nochmal so richtig die Matte wegdrücken. Mit der Einatmung die Schulter weg nach hinten, Kraft in deinem Rücken finden. Und noch einmal mit der Ausatmung in die Katzehaltung und dann bringst du das rechte Bein nach vorne. Krabbelst ein bisschen weiter nach vorne, beide Hände auf deine Fingerspitzen und das linke Bein gerne so ein bisschen weiter nach hinten, aber achtsam bleiben, so links in dem Hüftbereich. So, zieh jetzt die Schultern weg nach hinten, Herz nach vorne, öffne dich. Nun dein Nacken immer ganz entspannt in Verlängerung deine Wirbelsäule. Ruhig atmen. Alles langsam heute. Mit der Ausatmung kommst du langsam in eine einbeinige Vorbeuge. Das rechte Bein muss sich ja nicht strecken. Bleib mit deinem Oberkörper auf deinen Oberschenkel. Relax den Nacken. Mit der Einatmung kommst du wieder nach vorne. So, stell jetzt deine linke Hand ab. Und atme ein, öffne hier die rechte Seite.
Also durch Fingerspitzen Richtung Decke. Kopf dreht sich mit nach rechts und mach dich lang. Atme bis tief oben in deine Fingerspitzen ein und langsam dann, wenn du ausatmest, bringst du deinen rechten Arm nach hinten, so auf Schulterhöhe, wenn das geht. Dreh deine rechte Schulter weg nach hinten, öffne, du kannst deine Handfläche mit nach oben drehen und wenn du möchtest, das linke Knie beugen, vielleicht hier so dein Fuß finden und greifen. Das hilft dir nochmal so ein bisschen mehr, die rechte Seite oben zu öffnen. Achtsam bleiben. Du kannst ja das Bein auch liegen lassen und nur diese Öffnung finden. Und dein Arm wieder zurück nach vorne. An der Innenseite deines Fußes grabe deinen rechten Fuß nach außen. Hände immer noch schulterbreit. Entschuldigung, Zehen Richtung Knie ziehen auf der rechten Seite und dann langsam hier die Hüfte öffnen. Schau, dass in deinem Fuß keine Falten sind, ne, dass du dich nicht umkippst in deinen Fuß, aber dass du wirklich stabil in dein Bein bleibst. Drück jetzt die Außenkante deiner rechten Ferse in die Matte. Versuch deine rechte Ferse nach vorne zu schieben und so da mit dieser Kraft vielleicht die Hüfte nochmal so aktiv zu öffnen. Wunderbar. Und das Bein zurück. Bring das rechte Knie nach hinten und komm mit der Ausatmung dann in die Kindhaltung. Leg mal deine Arme nach hinten ab, relax die Schultern. Und roll dich so ein bisschen durch die Hüfte von links nach rechts über deine Stirn. Bring dann deine Arme nach vorne und mach dich hier ganz lang. Lass nur deine Hände auf der Matte abgestellt sind. Mal tief ein- und ausatmen. Und grabe dann beide Hände nach links. Bring deinen Oberkörper auf deinen linken Oberschenkel. Und hier nochmal die rechte Seite deines Rückens öffnen, Raum geben. Steuer deine Einatmung über die rechte Seite deines Körpers. Und die Ausatmung über die linke Seite. Und krabbel deine Hände über die Mitte nach rechts. Oberkörper auf dein rechter Oberschenkel. Und nochmal links die Einatmung bringen. Rechts deine Ausatmung. Und nochmal zurück in die Mitte. Arme nach vorne gestreckt. Schau dann nach vorne, spreiz deine Finger. Einatmen, komm hoch in vier Füße und aus langsam runter durch deine Ellbogen. Atme ein, kleine Kobra. Ellbogen nach hinten, Schultern weg nach hinten und aus, wieder ablegen. Nochmal einatmen und dann streck deine Arme. Und atme aus in die Kindhaltung. Einatmen in vier Füße. Ne? Direkt in die Kuhhaltung. Und aus in die Katze. Und noch zweimal. Schön die Bewegung fließen lassen mit der Atmung. Und mit der nächsten Ausatmung in deine Katzehaltung bringst du dann das linke Bein nach vorne zwischen deine Hände. Das rechte Knie etwas weiter nach hinten. So, linke Seite. Hände auf deine Fingerspitzen. Zieh nochmal die Schultern tief. Herz nach vorne.
Nacken in Verlängerung deiner Wirbelsäule und fühl, wo das ist für dich. Manchmal hilft es mal, den Kopf zu bewegen, hoch und runter, und dann kann man viel leichter auch so die Mitte finden. Mit der Ausatmung, kleine einbeinige Vorbeuge, langsam, achtsam. Komm wieder nach vorne. Stell deine rechte Hand ab und atme hier ein, öffne die linke Seite. Auch hier deinen Kopf nur so weit mitdrehen, dass es für dich angenehm ist. Fingerspitzen Richtung Decke, mach dich lang. Atme aus, Arm nach hinten, öffne die linke Seite. Vielleicht noch so deine Handfläche nach oben, linke Schulter weg, nach hinten rotieren. Und beug, wenn du möchtest, das rechte Knie. Öffne. Gesicht entspannt. Und langsam mit der Ausatmung wieder zurück nach vorne. Beide Hände an der Innenseite deines Fußes. Krabbel deinen Fuß nach außen. Nochmal Hände schulterbreit. Zieh dann die Zehen Richtung Knie. Öffne langsam die linke Hüfte. Auch hier wieder, schau, dass du nicht durch dein Fußgelenk klappst, so knickst. Langsam. Drück deine linke Ferse, so die Außenkante in deine Matte, und versuch deinen Fuß mal so nach vorne wegzuschieben. Fühl, wie das ganze Bein aktiviert wird, dass du dort Kraft findest und vielleicht damit auch diese Seite noch ein bisschen mehr aktiv öffnen kannst. Und langsam wieder zurück. So, bring das linke Bein zurück nach hinten. Ich hoffe, dass das alles noch klappt. Und komm wieder in die Kindhaltung. Leg deine Arme jetzt nach hinten ab. Relax die Schultern und roll dich nochmal so durch deine Hüften von links nach rechts. Lass deinen Kopf mit bewegen. Streck deine Arme nach vorne, mach dich lang, schau nach vorne und beweg dich einatmend nochmal hoch in Vierfüßler. Aus, langsam runter in Bauchlage. Einatmen, kleine Kobra, Schambein in die Matte drücken. Und aus, wieder runter. Noch zweimal in die kleine Kobra mit der Einatmung, Schambein in die Matte drücken. Aus, wieder runter. Und dann einatmen, streck deine Arme nach oben und komm hier langsam in eine sitzende Haltung. Bring die Beine nach vorne. Knie leicht gebeugt, einatmend, mach dich lang und kipp dich nochmal ganz bewusst vorne auf deine Sitzbeinhöcke. Komm mit der Ausatmung in deine Vorbeuge. Oberkörper auf deinen Oberschenkel. Langsam. Ruhige Atmung. Schau, dass deine Schultern immer entspannt bleiben, dass du nicht in deinen Nacken reinziehst, und beweg dich dann mit der Einatmung wieder hoch. So, schieb dich so ein bisschen nach vorne und nochmal zurück auf dem Rücken. Über die Seite, über deine Seite rollen oder so langsam nach hinten ablegen. Zieh die Knie an dich dran, roll dich so ein bisschen von links nach rechts. So, stell deine beiden Füße ab, spreiz deine Arme über die Seiten, krabbel die Schultern weg. Und langsam hier nochmal so die Beine schaukeln von links nach rechts.
Wenn du ein bisschen unter Rücken hast, dann krabbel deine Füße nochmal so dicht wie möglich an dein Gesäß dran. Das Becken etwas mehr gekippt, damit du dich auch über deinen unteren Rücken rollen kannst und alles so auch geschützt bleibt. Lass deinen Kopf mitbewegen in die Gegenrichtung. Und dann das nächste Mal auf der rechten Seite mal so liegen bleiben. Kopf nach links. Vielleicht müsstest du das linke Knie so ein bisschen dichter an deine Brust ranbringen und deine rechte Hand so auf das Bein ablegen. Schließ deine Augen. Atme tief und ruhig ein und aus. Dann langsam das Bein wieder zurückbringen, Bein in die Mitte und ausatmend Knie und Beine nach links, Kopf nach rechts. Nochmal das rechte Bein vielleicht etwas dichter an dich dran bringen, nur wenn es angenehm ist für dich. Und langsam wieder zurück in die Mitte. Bring noch einmal hier die Fußsohle zusammen. Öffne nochmal deine ganze Vorderseite. Arme abgespreizt, Handfläche nach oben. Also die Schultern weg nach hinten. Atme hier einige Male tief durch deinen ganzen Körper ein und aus. Mach dich jetzt langsam dann fertig für Shavasana. Vielleicht noch was anziehen. Wichtig auch in Shavasana, dass du dir Zeit nimmst, da reinzukommen. Leg deine Arme und Beine, dein Gesäß, alles richtig ab. Schultern tief. Check nochmal, dass dein Nacken frei ist. Alle Aufmerksamkeit nach innen. Deine Atmung langsam und ruhig. Und genieße hier deine innere Stille. Langsam wieder kleine Bewegungen in deine Finger,
Zehen, Hände und Füße. Und mal so deinen Kopf von links nach rechts rollen. Und nochmal strecken, tief durchatmen. Roll ich dann auf eine Seite. Spür kurz nach, fühl, wie es dir jetzt geht. Und dann komm langsam wieder hoch. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Namaste.